Hey, Sex Sells, nackte Haut ziehen, egal bei Werbungen, in Filmen oder auf Social Media. Hier dabei vergisst man aber schnell, dass es an Leute geht. Für die spielt Sex im Leben keine Rolle. Ich muss nicht wollen, es ist okay. Das ist normal, es ist auch keine Krankheit, es ist einfach eine sexuelle Orientierung. Eigentlich hat es dann angefangen, ich habe noch keinen Sex gehabt, andere hat schon Kinder gehabt. Reiner Sex, ohne dass es ein Ausdruck ist von Beziehung, würde ich jetzt einfach mal überspitzt formulieren, ist wahrscheinlich einfach ein animalisches Gerammel. Darum wollte ich herausfinden, wie ist ein Leben ohne Sex? Egal ob Tantra-Massage, Onlyfans oder Verhütung beim Mann, für SRF Impact habe ich schon über viele Sexthemen berichtet. Was kennst du alles für Verhütungsmethoden für Männer? Für Männer? Wie könntest du dir vorstellen, in einem normalen Porno mitspielen? Nein, auf keinen Fall. Noch nie so etwas. Wirklich krank gewesen, überall. Ich dachte, jetzt explodiere ich. Und darum bin ich davon ausgegangen, Sex hat jeder, Sex will jeder. So ein Sex, das machen fast alle. Sex ist etwas Schönes. Ja, habe ich ein bisschen reingeschissen, weil nicht jeder tickt gleich, wenn es um Beziehung, Liebe, Sex oder Nähe geht. Auf das bin ich von jemandem aufmerksam gemacht worden aus unserer Community. Und ja, machen wir. Ich treffe einen Mönch, der zölibatär lebt. Ich treffe einen sogenannten absoluten Beginner, besser bekannt als eine Jungfrau, die im Alter von 35 sein erstes Mal hatte. Und ich treffe eine sexneutrale Person, die Sex etwa so spannend findet, wie ich die Steuererklärung ausfülle. Über Sex reden die meisten nicht immer und überall. Darum habe ich mit dem Florian im Vorfeld abgemacht, dass wir uns in einer Bar treffen. Hi, Florian. Geht's gut? Okay. Hast du auch noch hocken? Ja. Nice. Was ist dein Sternzeichen? Das bin ich nicht mittlerweile ein bisschen kritisch dazu. Ja, mein Sternzeichen ist Jungfrau. Nein, das bin ich nicht. Wenn ich irgendwie eine Situation mit Sternzeichen sagen, dann ist immer so, haha, Jungfrau. Was löst das Wort Jungfrau bei dir aus? Ja, früher war es eben so ein Tabu. Ja. Und ich habe das recht unangenehm gefunden. Irgendwie. Es gibt ja einen Fachbegriff für Leute, die in deiner Situation sind oder gesehen sind, die mega lange keinen Sex hatten. Die nennt man ja so absolute Beginner. Was sagst du zu diesem Begriff? Ich finde es gut, dass man da so vielleicht auch einen positiven Begriff dazu gefunden hat. Wieso hast du so lange eigentlich keinen Sex gehabt? Wieso ist es nicht dazu gekommen? Also ich war relativ früh reif. Also schon in der Pubertät hatte ich gleich mal so das Gefühl, das wäre doch noch was. Sex? Ja. Ja, hat es eigentlich immer wollen, aber ja, Pubertät war das irgendwie nicht so. Und dann war ich natürlich irgendwie auch zeitweise einfach mega lange irgendwie unglücklich verliebt gewesen, und mir immer irgendwie Hoffnungen gemacht. Und habe vielleicht auch völlig den Blick für andere verloren. Ja. Und so ist es eigentlich nie weitergegangen. Und bis ich eigentlich 35 war, hat es einfach nicht geklappt. Ich habe das Gefühl, so, man geht in die Pubertät und dann die Ersten sammeln so erste Erfahrungen mit irgendwie mit dem gleichen oder mit dem anderen Geschlecht, was auch immer. Und du hast das so wie nicht gehabt. Hast du einen gewissen Druck verspürt? Ja, ich habe ja, man hat keinen Sex gehabt, man kann ja auch Sex mit sich alleine haben. Also in dem Sinne. Das habe ich natürlich gehabt und das, ich meine, das gehört auch dazu. Also ich habe keine Sexualität gehabt. Ja, es ist am Anfang so gegangen und umso älter ich wurde, umso mehr Druck hat das gegeben und umso schwieriger ist das jetzt gewesen, zu bekommen, weil man sich halt so eine ja, sich so was erhofft hat und so eine Sehnsucht hat, die vielleicht gegenüber von einer möglichen Partnerin vielleicht auch wieder nicht so cool war, weil man vielleicht angemerkt hat, vielleicht nur gespürt hat, oder der will unbedingt etwas haben. Ja. Wir haben auch recht viele Fragen von der Community bekommen. Gibt es einen gesellschaftlichen Druck? Ja, ganz klar. Also, jetzt gerade in der Pubertät weiss man, dass es so ein bisschen voneinander wäre noch nicht. Und noch später ist dann vielleicht so, ich sage jetzt gerade unter Männern, jeder erzählt so seine Geschichten. Mhm. Und dann ist das recht unangenehm. Bist du auch gefrustet gewesen, irgendwann, aber eine gewisse Zeit, wo es einfach so, keine Ahnung, bist 30 und es ist immer noch nicht passiert, ist dann irgendwie von einfach so ein bisschen Druck auch in Frust übergeschwappt? Ja, mal. Eigentlich hat es dann angefangen, ich hatte noch keinen Sex, der andere hatte schon Kinder. Aber ich denke, es ist immer so auf und ab. Hast du dich eigentlich schon früh mal jemandem anvertraut, was das Thema betrifft? Ja, so meine Freunde haben das eigentlich immer gewusst. Ist es nicht irgendwie, ist es nicht hure peinlich gewesen, dass das wie für dich irgendwie behalten hast? Ja, mal schon ein Stück weit schon. Und also ich habe einfach auch gemerkt, es gibt einen völligen Unterschied, seitdem ich Sex hatte, als man anders auch mit den Freunden darüber reden kann. Ja. Nimmst du mal eins? Ja, gerne.
Kennst du auch jemanden wie den Florian, der wie nie den richtigen Moment verwünscht hat oder die richtige Person, um intim zu werden? Wie möchtest du denn? Redet ihr über das Thema oder ist es immer noch ein grosses Tabu? Schreib es uns hier unten in die Kommentare. Vor eineinhalb Jahren ist es jetzt passiert. Du hast dein erstes Mal gehabt. Wie war es? Gut. Ich glaube, es hat auch geholfen. Also geholfen in dem Sinn, weil ich schon älter war, bin ich eigentlich auch recht entspannt. Also, ja, hat auch seine Vorteile in dem Sinn gehabt. Ja. Wie hast du dich gefühlt? Ich meine, man hat ja so lange auf diesen Moment irgendwie gewartet. Und wie bist du aus dem Raum gelaufen? Ja, es war schon sehr erleichternd, natürlich. Ja. Ja, das ist wirklich. Und irgendwie lange mit den Gedanken dran geblieben. Wie hat dich die Erfahrung verändert? Bist du jetzt ein anderer? Ja, in dem Sinn, als ich einfach mir dann das auch so Kontakt aufnehmen, viel leichter fällt, weil ich es durchbrochen habe. Und habe dann auch noch eine Beziehung gehabt, und dann noch andere Erlebnisse. Und ja, das hat mich eigentlich immer gestärkt. Und das gibt mir eigentlich auch Entspanntheit, dass ich weiterhin auf der Suche bin. Es gibt keine Zahlen, wie viele Personen in der Schweiz absolute Beginner sind, wie zum Beispiel der Florian. Aber bei der letzten Gesundheitsbefragung vom Bundesamt für Statistik haben rund 5% der befragten Personen angegeben, dass sie noch nie Sex in ihrem Leben hatten. Die Befragten waren zwischen 16 und 74. Nach den Gründen haben wir nicht gefragt, aber die können auch unterschiedlich sein. Also, zum Beispiel hat es einfach nie gepasst, wie zum Beispiel beim Florian. Oder man hat sich aus religiösen Gründen dagegen entschieden, wie der Pater Thomas, den ich noch später in dieser Reportage treffen werde. Oder romantische Beziehungen oder sexuellen Kontakt mit anderen Personen sind einfach nicht so wichtig, wie zum Beispiel bei der Nathalie. Ich treffe Nathalie in den letzten Vorbereitungen von der Gründung des Vereins Aro Ace Schweiz, ein Verein, der sich für asexuelle Menschen einsetzt. Und virtuell haben sie sich schon vorher getroffen, heute aber auch in Real Life. Ich unterstütze dich jetzt hier beim Flyern. Ja, danke vielmals. Wie hättest du gern, dass ich flyere? Einfach bei jedem Platz eines. Das Ziel wäre, dass das wie die Stimmkarte ist. Nachher. Das Violette unten. Das Violette unten? Okay. Ja. Kannst du mir etwas über den Verein erzählen? Was ist so das Ziel des Vereins? Aufklärungsarbeit, Sichtbarkeit, so ein bisschen unter die Leute bringen und aber auch für unsere Community zu haben und damit einen Safe Space. Was gibt es noch zu machen? Jetzt aktuell gerade nur noch Getränke bereit machen für nachher und Gläser. Aber was gibt dir der Verein? Was erhoffst du jetzt auch durch das Treffen heute? Vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dass die Leute dann noch mehr den Begriff auch hören und sehen. Und wie in dieser Phase, in der ich einmal war, wo man es noch nicht so wirklich weiss und überhaupt mal einen Begriff braucht, dann kann man sagen, ja, aha, ja gut, jetzt kann ich googlen. Und wenn sie uns kennen, haben sie wirklich sichere Quelle. Du definierst dich als sexneutral, als aromantisch. Ich kann mir vorstellen, dass es recht viele Menschen gibt, die nicht viel mit diesen Begriffen anfangen können. Kannst du vielleicht mal erklären, was das bedeutet? Mhm. Im asexuellen Bereich ist eigentlich ein Spektrum von ich habe gar keine sexuelle Anziehung anderen Menschen gegenüber bis zu nur noch bestimmte Bedingungen oder selten. Heisst, wenn ich andere Menschen anschaue, ist so für mich wie kein Interesse drauf auf der erotischen Ebene. Und beim aromantischen eigentlich genau das Gleiche, einfach auf romantischer Ebene. Heisst jetzt für mich selber, ich habe kein Interesse mit jemandem klassisch romantische Beziehung einzugehen. Ich habe mega Mühe, mir das vorzustellen, so aromantisch zu sein. Keine Ahnung, in meinem Leben jetzt ist so Romantik oder generell Liebe, so mega starke Emotionen, so mega ein zentraler Teil, glaube ich. Und bei dir ja voll nicht. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Wie fühlt sich das an, auch im Alltag? Also ganz klar, Liebe ist für mich auch ein mega grosses Thema im Alltag. Aber halt nicht auf romantischer Ebene. So, ich fühle mich zu meinem Bruder mega angezogen oder zu meiner Großmutter, zu meinen Freunden. Habe ich eine mega enge Bindung. Aber halt, wie nicht so, ich tue jetzt einen Menschen suchen und bleibe mit ihm das Leben zusammen. Das ist für mich wirklich ein Thema. Oder Flirten. Wie hast du gesagt, boah, ich sage, mir geht im Flirten. Und ich stehe mir so da und denke so, ich habe mit einer Person gerade über Bücher geredet. Ich habe nicht geflirtet. Das war aus Versehen. Ups. Das bedeutet, du bist noch nie in deinem Leben verliebt gewesen? Nein. Ich habe gemeint, ich war Sex. Aber jetzt in der Perspektive habe ich die Person einfach genau gleich gehabt wie irgendein Kollege auch. Du kennst schon nichts anderes. Aber gibt es trotzdem so einen Moment, wo es dich anschießt? Nein, ich bin immer froh. Bist du froh? Ich bin ehrlich. Wieso? So, wenn wir mit den Kollegen mit ihrem Drama kommen, muss ich immer sagen, so, ja, ich bin einfach gesagt froh, wenn ich den Stress nehme. Hast du trotzdem schon sexuelle Erfahrungen gesammelt? Ja. Wie war das so? Langweilig. Langweilig? Nein, also nicht nur. Das Ding ist, was ich vielleicht an dieser Stelle erklären muss, Asexualität ist nicht gleich Libido. Also asexuelle Menschen können sehr wohl Lust empfinden und auch sexuell aktiv sein.
Ich brauche es selber nicht, aber wenn es dazu kommt, kann ich es auch schön finden. Und darum, ja, als ich noch nicht gewusst habe, dass ich asexuell bin, hatte ich halt einfach auch einen Freund und mit ihm halt auch geschlafen. Ja. Weil ich auch gefunden, gehört halt dazu, ist halt normal. Man macht es halt einfach. Ich bin aber auch froh, dass ich jetzt gemerkt habe, ich muss ja gar nicht. Und wenn ich jetzt einmal will, was ultra selten vorkommt, dann ist es aber, weil ich es auch wirklich will. Ist das nicht auch ein Widerspruch? Irgendwie? Dann ist es wieder irgendwie nicht neutral, wenn du Lust empfinden kannst. Also ich frage ja, ganz naiv. Ja, ja, also ich kann Lust empfinden. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wie wenn man in ein Restaurant etwas mega feines geht essen. Ja. Dann ist es auch richtig mega toll, wenn man gegessen hat. Ist quasi eine ganz andere Ebene von Lust, wo man auch Lust hat. Mhm. Aber man muss jetzt nicht jeden Abend ins Restaurant essen gehen. Ich habe eine Frage aus der Community. Wie sieht es aus mit Selbstbefriedigung? Das ist immer eine gute Frage, das frage ich mal. es kommt vor. Und wenn, dann ist so ein anderes Beispiel, so ein Sandwich essen. Es macht allein einfach mehr Spass als zum Teilen. Ja. Wann hast du das erste Mal so gemerkt, dass irgendetwas ein bisschen anders? Das war ein sehr flüssender Übergang. Also als Teenager, halt klar, wo es angefangen hat, wo alle angefangen haben, irgendwie so, jetzt sind so erste Freund oder erste Freundin. Dann bin ich 15 geworden, irgendwie 18, irgendwie Anfang 20. So, ja, wen kommt es denn? Es ist immer noch nicht da. So habe ich es irgendwie auch vermerken. Aber dann halt immer noch nicht kapiert, sondern dann gefunden, okay, ich glaube, ich muss mich einfach mal dazu zwingen. Einfach einmal machen und nachher kommt es. So wie man sagt beim ersten Bier, einfach mal einmal trinken, nachher hast du es gern. Ja, ist aber nicht passiert. Nein, ich habe es nicht gern. Die Frage kommt aus der Community. Wie und wann hast du gemerkt, dass du sexneutral bist? Das erste Mal den Begriff gehört habe ich in einer Netflix-Serie namens BoJack Horseman. I think I'm asexual. Und dann habe ich also gefunden, so, ja, okay, dann halt. Und durch da bin ich dann auf die Sepp-Community gekommen, vom aromantischen asexuellen Spektrum Schweiz. Und dort konnte ich einfach eine Frage stellen. Und dann so langsam wieder zu kommen. Ist das auch eine emotionale Geschichte gewesen, eigentlich so ein bisschen sich selber kennenzulernen? Oh ja. Ich weiss, ich musste nie müssen, aber ich habe gemeint, ich muss wollen. Und da ist dann weggefallen. Und ich endlich konnte durchatmen und sagen, nein, ich muss nicht wollen, es ist okay. Es gibt noch mehr Menschen wie ich, es ist normal, es ist auch keine Krankheit, es ist einfach eine sexuelle Orientierung. Es ist völlig okay, nicht zu wollen. Für mich persönlich ist Sex, Körperkontakt oder Beziehung etwas sehr Wichtiges. Für Nathalie jetzt halt überhaupt nicht. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind wir beide genau gleich glücklich. Und um das geht es wahrscheinlich auch, herauszufinden, welchen Stellenwert hat Sexualität oder Partnerschaft im eigenen Leben. Und das hat auch der Pater Thomas müssen für sich selber herausfinden. Der Pater Thomas ist mit 21 ins Kloster gegangen und lebt jetzt seit über 15 Jahren als Mönch. Er unterrichtet im Klosterinternat Geschichte und Latein. Außerdem ist der Pater Thomas auch ein kleiner Influencer. Er tut nämlich hier den Instagram-Account vom Kloster Einsiedeln bewirtschaften. Morgen. Livio. Pater Thomas. Pater Thomas. Dankeschön, merci. Huere schön hier. Ja, gell? Ich bin crazy, ich habe aus dem Bus geschickt und dachte, wow. Wir haben eine Frage aus der Community bekommen. Lebt jeder Mönch im Zölibat? Zölibat beinhaltet, dass man niemand heiraten tut. Und im klösterlichen Kontext heisst das auch in der Konsequenz, dass man nicht sexuell aktiv ist. Ich glaube, das ist eines der Klischees, die wir immer wieder ein bisschen durchbrechen müssen, dass die Leute sagen, die sind ja eh scheinheilig. Also vorher tun so, als würden sie tatsächlich auf eine intime Zweierbeziehung verzichten und auf Sex. Aber hinter den Klostermuren, da geht es voll ab. Also ich glaube wirklich, dass die Leute, die ich kenne, die versuchen, das ehrlich zu leben. Weil das andere ist auch ein Zerreissprobe. Ich meine, man kennt natürlich aus den Medien, dass es tatsächlich auch Ausnahmen gibt. Aber ich kann mir kaum vorstellen, was das für sich selber bedeutet. Wenn man am Abend ins Bett geht und vorher noch in den Spiegel schaut und einfach ja, das Gefühl hat, ich belüge mich, ich belüge alle anderen. Und irgendwo ist das auch nicht befriedigend, dann auch der Person gegenüber, die man eine Beziehung führen tut, dass man das alles zusammen so heimlich machen muss. Ich glaube, Sex ist aber auch etwas, wo recht vielen Menschen etwas gibt, wo wie als Highlight im Leben ist. Was ist jetzt so dein Highlight? Was ist etwas, wo du findest, puh, das ist meine Passion, für das lebe ich? Also ich glaube, der Kern von Sex sollte ja eigentlich sein, dass es ein Ausdruck ist von Beziehung und Nähe und von Treue. Reiner Sex, ohne dass es ein Ausdruck ist von Beziehung, würde ich jetzt einfach mal überspitzt formulieren, ist wahrscheinlich einfach ein animalisches Gerammel, also wenn ich das so darf sagen. Und was heisst das, ein Ausdruck von Beziehung? Das heisst,
jemanden zu haben oder Leute zu haben, wo man kann darauf vertrauen kann, dass die immer für einen da sind, wo man kann schöne teilen mit denen, aber auch das, was einem gerade beschäftigen tut, was einem Angst machen tut. Und das kann, soll sogar ein Mönch auch haben und hat zum guten Glück auch ich, wenn er nicht Sex hat. Ist dir damals schwer gefallen, wo ins Kloster eintreten bist, mit 21 auf so Körperkontakt, Sex, Partnerschaft zu verzichten? Also für mich war sicher wichtig, dass ich grundsätzlich schon mal Erfahrung von Beziehung machen konnte, bevor ich ins Kloster eingetreten bin. Es hat für mich auch so ein realistisches Bild gegeben, was überhaupt eine Beziehung alles bieten kann und was nicht. Also ich denke, gerade wenn man im Kloster ist und dann vielleicht mal so einen Moment erlebt, wo man das Gefühl hat, ist das wirklich das Richtige so für mich, dann passiert es ziemlich schnell, dass man dann die Alternative, also das Leben draußen in einer Beziehung, dann so romantisch ausmalen tut, dass das einfach das vollkommene, pure Glück ist. Und wenn man aber auch gemerkt, wenn man das mal hat, dass es auch Reiberien bedeuten kann, dass es auch Auseinandersetzung, Herausforderung sein kann. Ich glaube, das macht dann so einen Schritt ins Kloster, wie einem Kloster dann das Leben, doch einfacher. Hast du ab und zu auch, vielleicht früher oder heute noch, ich weiß es nicht, gleich dann auch vielleicht so eine kleine Angst, irgendwie etwas zu verpassen, wenn man irgendwie keine Partnerschaft hat oder so? Also gerade bezüglich Sexualität muss man klar sagen, es ist für uns ein Verzicht. Also es ist nicht so, wenn man ins Kloster eintreten tut, dass man das einfach vollkommen ablegen tut. All die Bedürfnisse, die Sehnsucht. Und dann ist es manchmal auch ein Ringen. Also dass es nicht einfach ist. Aber ich denke, das hat jeder Lebensentwurf. Ins Kloster ziehen und zölibatär leben, das glaubt nichts für mich, das kann ich safe sagen. Aber mir ist schon bewusst worden, wie omnipräsent das Thema Sexualität in unserem Leben ist und dass wir uns einen hohen Druck machen und vielleicht das Ganze auch ein bisschen überbewerten. Aber ich finde es eigentlich wichtig, dass wir uns einfach bewusst sein müssen, dass es vielleicht auch Leute im Umfeld gibt, die jetzt Sex, Körperkontakt oder Nähe nicht so hoch gewichtet, wie ich es jetzt zum Beispiel mache. Und sowieso, das sind nur 3 von tausenden Gründen, wieso eventuell jemand sexlos lebt. Einer, der sich stark einsetzt für seine Sexualität, ist Marco Lehmann. Er ist Profisportler und ich habe ihn interviewt für die Reportage «Homophobie im Mannschaftssport». Unbedingt reinziehen hier. Und mich würdest du einfach glücklich machen, wenn du diesen Channel abonnieren würdest und ein Like würdest du hier lassen.